Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Dani Golpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir uns mit einigen Dragon Ball GT Charakteren gekloppt und wenn wir schon von GT sprechen, da ist Pan, reden wir mit ihr. Von hier aus, okay. Wir werden die letzten paar Hauptspielmeister abschließen, also Hit nicht eingeschlossen, sondern alle, die schon im Hauptspiel drin waren. Und ja, das sollten wir in dem Part natürlich wieder schaffen. Und das war ein persönliches Gespräch. Oder wenn du kämpfen lernen willst, kannst du unverfassbar stark werden. Ja, verdammt. Die stärkste aller Frauen. Ehrlich? Was mit C18? Irgendwie nicht. Ah, seh dich an. Du bist wie ein Wunderkind, das ständig versucht, wie ein Erwachsener zu sein. Ah, ich habe einen Nerv getroffen. Bleib cool. Ich bin vielleicht ein Kind, aber das Kämpfen habe ich. Aber im Kämpfen habe ich weitaus mehr Erfahrung als du. Kleiner Tipp, du sollst ja mehr ihm sagen, klar? Nach dem Training mit dir fühlt es sich irgendwie an, als hätte ich eine kleine Schwester. Was? Du kannst mich ab jetzt Schwester nennen, okay? Ich kümmere mich um dich. Ich bin ein Typ, da weißt du, ne? Ich wollte, dass Mama und Papa vor einen Ewigkeiten Superhelden waren. Aber diese große, was auch immer Ding, das Papa da am Laufen hat, war echt, echt langweilig. Und sein Outfit? Boah. Ich kann nicht wissen, dass Mama und Papa so etwas Dummes machen. Ich könnte vor Scham im Boden versinken. Ist ein Zeitzeit, oder? Weißt du, warum sie das getan haben? Weil jetzt trainieren wir. Was lerne ich von dir? Jetzt wirst du bestraft. Macht des Mondes. Im Namen des Mondes. Ja, Pan hätte vielleicht die stärkste Frau werden können. Sie war schon, weiß ich nicht. Am Ende von Dragon Ball Z war sie stark. Aber ja. Stärke Attribute deines. Okay. Ich glaube nicht, dass Pan stärker als der 18 ist. Glaube ich echt nicht. Lass mir sagen, was du willst. Was ist das für ein Ding, was ich im Kopf habe? Oh, ich habe gelernt. Hier. Und man macht den ja. Jetzt mal vorher wusste ich. Vielleicht mal nur die eine Kombo ein. Doof. Was ist das für ein Ding über meinem Kopf? Das hast du bestraft. Wow. Warum ist das Fadenkreuz auf einmal so schwarz? Was ist aber mal los? Was ist das für ein Spiel? Komisch. Pan hätte wahrscheinlich auch verdammt stark werden können. Wahrscheinlich stärker als jeder andere Charakter, aber ja, sie muss ja dann aufhören und so einen rebellischen Teenager werden. Ja, ich habe so eine Dingens ausgerüstet, eine super Seele, der ich mehr Punkte kriege. Übrigens, falls ihr euch der Part gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen, habe ich ganz vergessen. Und nein, ich werde nicht auf euren Kanal vorbeischauen, auch wenn ihr so nett seid und mir ein Like oder so hinterlässt. Du hast es geschafft. Ich habe dich zwar unterstützt, aber ich bin trotzdem beeindruckt, dass du meinen Großvater besiegt hast. Das gewusst, ich bin eben eine tolle Lehrerin. Du bist ein toller Schüler. Weiter so. Aber gleich noch, ob ich einen fantastischen Trainingsplan. Du kannst euch darauf freuen. Jetzt. Nee, vielleicht weiter, damit du nicht vergisst, was ich dir beigebracht habe. Ich bin einfach fantastisch. Ich bin einfach eine tolle Lehrerin. Ich habe eine brandneue Lektion für dich vorbei. Du bist nicht froh, mein Schüler zu sein? Fangen wir es an. Hinsetzen. Ich verkünde die nächste Lektion. Ganz gegen mich, 1 gegen 1. Keine Sorge, es gibt keine Überraschungsgäste. Ich mache ernst. Also halte ich nicht zurück. Ich hau dich in Form, Soldat. Wenn du davon läufst, hole ich dich zurück. Du wirst mit mir trainieren. Willst du denn? Finden Schuss, okay. Ich meine Attacke. Wir keine Tänze oder irgendwie sowas haben. Aber ich habe mal eine Idee. Mal versuchen. Oh, wir zwei schnell Bewegung feiern kriegst, oder? Bom, bom, bom. Dün, 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 dün.
Wurf, ey. Wollt ihr dadurch betreiben? Okay, der Tanz bringt nicht viel was. Na, so gut. Na. Deshalb fahren kurz wieder normal. Jetzt wirst du bestraft. Wuff. Warum ist denn halt immer noch so spaßig? Hat der Effekt irgendwie die ganze Zeit? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber betäuben, ne? Habe ich gesehen. Ja, ein Angriff, mit dem ich nicht treffe. Okay. Na klar, sag ich doch. Wieso? Was nützen mir überhaupt die Punkte? Ich dachte, die Punkte würden irgendwie beeinflussen, dass ich eher Z-Rang bekomme. Aber nein. Ah. Oh Gott. Letzte Lektion. Du bist ein Riesenidiot. Du musst nicht zu deiner Lehrerin sein. Ich finde, du bist wirklich stärker geworden, mein Schüler. Verstehe das nicht falsch. Ich habe absichtlich verloren. Genau. Du willst nicht erleben, wie stark ich bei vollen Kräften bin. Okay, Zeit, an die nächste Lektion zu denken. Ah, Mann, kein Schüler darf mich besiegen. Ich muss stärker trainieren. Heiter trainieren. Ich sollte auch eigentlich auch in Super Saiyajin verwandeln können, ne? In Dragon Ball Multiverse kann sie ja, klar. Du bist so spät dran. Du kriegst eine 6, weil du mich hast warten lassen. Wenn ich versucht habe, mir eine coole Trainingssaison auszudenken, hast du dich irgendwo umgetrieben. Also gut, Zeit, meinen super duper Trainingsplan zu enthüllen. Das wird übrigens meine letzte Lektion. Zeig mir, was du mit deinem Training gelernt hast. Ich habe einen Gast eingeladen, der dir helfen soll, der wahre Stärke herausfinden. Mach dich auf die Schmerzen gefasst. Sprich deine Gebete, dann können wir anfangen, Trunks. Trunks und das ist nicht Trunks aus Dingens. Das ist Trunks aus der Zukunft. Handwerk besiegt. Ja. Jungfangkost kriege ich dann. Kriege ich den nicht auch irgendwie anders? Ich meine, ich habe den schon mal irgendwo gesehen. So als Parallelquest-Belohnung. Was soll's? Ich habe meinen Charakter einen kugelförmigen Kiex zu suchen. Die Währung von den erzeugenden Kugelhits hier. Okay. Ich guck mal, wie das funktioniert. Da. Und sie ist so stark. Alter. Alter, hör mal auf. Komm mir gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Komm her. Aber das kann sich nicht teleportieren. Okay, dann zeig mal. Ja, super. Lass mich doch wenigstens den Angriff mal ausprobieren, ey. Alter, warum sind die Gegner so stark? Das ist sonst nicht so schwer. Warte, es reicht. Oh Gott, gut. Wow. Ah. Warum ist Son Goku zum Brecken? Boah, leck mich. Ah, ich muss den damit treffen. Nein. Ah, das wird ja ein Spaß. Naja, das muss ich auch noch wieder mit den Angriff hier gewinnen, ey. Komm her. Lass dich treffen, verdammt. Mein Gott. Er ist wieder sowas von Kacke, ey. Müssen wir mit den Angriff treffen, mit dem ich nichts treffe. Oh, jetzt lass dich treffen, verdammt. Boah, der geht immer weg. Kann er mich treffen?
Pan ist auch gleich tot. Danke. Lass dich treffen, verdammt. Ey, willst du mich verarschen? Und Trunks hat nicht mal ein AP verloren, glaube ich. Das ist schon wieder so kacke, ne? Boah. Alter. Kann ich neu versuchen? Das klappt doch nie im Leben hier. Das ist schon kacke. Oh Gott. Das ist auch kacke, ey. Guck dich mal an. Auf damit. Ah, ich wollte mich hinter ihnen teleportieren. Lass dich treffen, verdammt. Boah. Ey, ich will das hier alles in einem Part schaffen und jetzt vermasselt der mir ja alles. Ja, typisch von Goku. Ey, mit dem kannst du nichts. Den als Gegner ist ein Albtraum. Kannst du nichts irgendwie reißen. Kannst du dich nicht von hinten irgendwie teleportieren oder so, weil er immer diesen blöden Trick angemacht. Geht dann andauernd auf Nerven, wenn er irgendwie einen anderen Gegner hier angreift. Das war gleich mit Son Goku, habe ich so ein Gefühl. Was ist das? Aber ja. Oh mein Gott. Aber ja, lass dich treffen. Boah, jetzt kommt er wieder mit dem Scheiß. Mann, ey. Ich will halt alles in einem Part schaffen, ne? Und jetzt tut er mir ja alles ruinieren. Da komme ich das an, ey. Was soll ich denn dagegen machen? Was? Okay. Du hast schon bei der Aktivierung B. Bei jemand. Boah. Irgendwie wie oder wie? Mein Gott, da war schon wieder dämlich. Und das ist nicht Trunks aus der Zukunft. Das Ding war doch eindeutig Trunks aus der Zukunft, das Bildchen. Boah. Was damit? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Boah. Au. Arsch. Oh, oh. Dann macht mich da eben direkt vor der Nase. Aber ja. Naja. So. Meines als das kann ich natürlich wieder nichts damit treffen. Oh. Oh, ich krieg Super Kamehameha, oder? Wenn ich gegen Son Goku gewinne. Ja, ich weiß, du bist die Beste und ich kann gar nichts von der Wacht, ey. Ich freue mich, wenn ich Son Gokus Training abgeschlossen habe. Irgendwann eine Explosion, geil. Man muss halt so einen femininen Namen haben. So, da war schon wieder unnötig, weil ich einmal neu starten musste. Weil Son Goku sich so anstrengend angestellt hat und ich sonst nichts getroffen habe. Aber okay. Ja, fantastisch. Toll gemacht. Wir haben Trunks und Großvater besiegt. Zusammen sind wir unschlagbar. Ich bin stark genug, ich kann dir nichts mehr beibringen. Ich muss die beste Lehrerin sein, einen so guten Schüler wie dich vorgebracht zu haben. Ich bin ein wenig traurig, dass du gehen musst, aber... Du hast bestanden, vergiss nur eins nicht. Du wirst immer noch mein Schüler sein. Wenn jemand etwas Schlechtes widerfährt, bin ich gerne bei dir zu helfen. Ja. Dann grab ich dich und wirf dich hier gegen. Was? Okay, wen haben wir noch? Wir haben. Frage, wen hat man noch mal? Broly, genau. Wo ist er noch mal? Wer ist denn Broly abridged Film angeguckt? Richtig geil. Dein Haar riecht nach. Nee, warte, wie war das? Ein Haar sieht aus wie Pfirsich, riecht aber wie Erdbeer. Dad!
weil er, weil nicht Waschlappen irgendwie in der normalen Version, dann typisch Broly als ja Broly, wie man ihn kennt. Oh, du verstehst also, was treuer heißt. Gut, sehr gut. Du darfst noch ein bisschen am Leben bleiben. Jetzt für eine Kakarot. Du, sag mir, hast du Kakao gesehen? Es ist eindeutig, ich kann ihn riechen. Ich kann ihn in dir fühlen. Das ist ekelhaft. Willst du mich in die Irre führen? Oder willst du, dass ich dich töte? Hä? Legendärer Super Saiyan. Ah, du hast es nicht begriffen, oder? Du hast keine Angst. Du hast keine Angst vor mir. Oder vielleicht glaubst du, dass du mich eines Tages übertreffen kannst. Lächerlich. Na los, versuch's ruhig. Schon nicht an, um stärker zu werden, bis du deine Dummheit bemerkst, aufgibst und stirbst. Boah. Du bist das erste Spielzeug, das mir so lange Spaß gemacht hat. Du hättest dich auch einfach ergeben und schnell sterben können. Du musst wirklich an dein Leben hängen. Boah. Echt lustig. Mal sehen, wie lange dein Tod noch hinauszögern kannst. Solange du mich davon abhalten kannst, dich zu töten, werde ich mit dir weiterspielen. Bist du mir dankbar für meine Großzügigkeit? Boah. Oh, ich werde dich zerquetschen. Boah. Der hat doch vor ein Rad ab. Okay, John Nemmer, wo kommt denn der her? Blaster Meteor. Ja. Ich kann immer noch die japanische Version von seiner Verwandlung empfehlen. Ist echt furchteinflößend. Gott, da ist in seinen Links, ne? Oh, willst du mich eigentlich verarschen? Warum kann ich den Angriff nicht sofort einsetzen? Der Angriff ist auch nicht schlecht. Ob den Angriff als nächstes ausrüsten, weil er bringt's. Trifft wenigstens. Ich sollte für. Also Ausdauer verbrauchen, genau. Okay, damit treffe ich. Das ist gut. Ein guter Angriff. Diese Angriffe sind grün, finde ich auch gut. Okay, den Angriff tue ich, glaube ich, reinpacken, der ist gut. Ich kann mir den Typ nicht als Lehrer vorstellen. Er ist so gestört. Gut. Weiter. Bitte nicht solche Verzögerungen haben wie bei Pan, wenn es geht. Mein Gott, ist der riesig. Oh, jetzt erinnere ich mich, ich habe dich für mich aufgehoben. Also, hast du Kakarot für mich gefunden? Ah, du nutzloser Wurm. Aber ich lasse dich am Leben, bis das perfekte Spielzeug. Boah. Ich würde direkt eine Fähigkeit ausrüsten. Weil mit Dauerbeschuss treffe ich irgendwie nichts, habe ich so ein Gefühl. Oh, schon wieder, mach schnell und bring mir Kakarot. Ich habe keinen anderen Nutzen für dich, wenn ich zerquetschen. Im letzten Kampf kämpfen gegen ihn und Kakarot, oder? Du kannst versuchen, mich aufzuhalten. Ja. Riesen Omega oder Omega. Oh, der hat Omega in seinem Namen. Das ist awesome. Hat da jemand ein Klavier oder so? Ich höre die ganze Zeit Klaviermusik über mir. Riesen Omega. Dann greife ich den Nahkampf an und war. Puff. Was? Achso, verdammt. Ah, ouch. Ich dachte, er war immer noch auf 3. So, mal den angreifen. Den kann ich aber nicht so schnell einsetzen, leider. Aber ich scheine damit dauernd zu treffen. Das ist gut. Blasterknall. Boah, Wurf, Wurf, Wurf. Ja, ich treffe damit aber, das ist gut. Nein. Wurf, 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 Wurf. Und überpowert der Angriff. Ja.
Aber damit werde ich nicht treffen. Boah, boah, boah. Muss ich dann töten? Ja. Sehr gut. Ja, ich gucke mir Sachen von dir ab. Jetzt ist dieser eine Angriff, ja. Und dann Arm so nach hinten streckt, ne? Habe ich noch voll schnell erledigt, meine Güte. Verstehe das Ranking-System hier nicht. Das verarscht mich. Dun, 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 dun. Ah, du hast also Angst vor dem Tod? Gut. Ich sehe gern zu, wie du windest. Ich lasse dich noch eine Weile am Leben. Ich will noch eine letzte Chance. Bring mir Kakarot. Gib mir Karottenkuchen. Ah, verdammt. Endlich ist dein Ende gekommen. Jetzt zeige ich dir meine ganze Macht und dann sprenge ich diesen Planeten in 1000 Stücke. Es ist Zeit. Du wirst sterben. Zeig mir, was du kannst. Oh, nicht Dingens. Okay, ja, Riesenmeteor. Genau, wie ist das? Bringen wir warmen Karottenkuchen. Wo hast du ihn her? Habe ich gefunden. Erfinde ihn noch mal. Damit muss mein Gegner bedienen. Okay. Alter, ja, auf damit. Warte, bin ich ja sauer. Boah. Wird mir halt auch hier zum Verhängnis, aber. Blasterknall, wo gleich trifft damit immer. Ich treffe mit jedem einzelnen Ding die ganze Zeit. Ja, mit sogar schneller angreifen. Okay. Cool. Aber dann treffe ich irgendwie nicht. Wieso kann er meinen schnelleren Schüssen ausweichen, aber nicht meinen Dings? Boah. Aber gut, hab das gesehen. Oh nein. Ja, versuch mal auszuweichen, ja. Ausdauer ist weg. Mach mal, ich will mit dir. Riesenmeteor. Und da war mir sowas von klar. Wie soll ich denn damit treffen, oder? Das dauert 3 und 10 Jahre, oder? Das tut mich wieder hier kaputt hauen, ne? Oh. Oh ja. Aber ja, Wurf. Ja, der kommt schon wieder von hinten. Hey. Oh, geht das Ganze schon wieder los. Das war scheiße, hatte mit diesem Angriff hier einen voll kaputt hauen kannst. Wie soll ich mich jetzt treffen damit? Ah. So, jetzt komm. Ja, hätte ich wohl gerne, hier frustert. Bin nicht getroffen. Danke. Verarsche mich doch hier nicht. Er seine ganze Ausdauer beim Fliegen verbraucht. Dafür habe ich Z bekommen, ausgezeichnet. Da muss ich ja wieder machen. Nicht, dass ich bei alles Z haben will. Mich weit von entfernen. Einige Parallelquests habe ich auch nicht Z. Ich habe viele mit Z, aber will ich nicht. Weil mit den Punkten scheint ja keinen Unterschied zu machen. Diesen Seele, wie ich diese Super Seele, die ich ausgesucht habe. Beeindruckend sieht aus, als könnte es lustig mit dir werden. Verteile dein Blut auf dem Boden, bevor ich dasselbe mit dem verfluchten Kakarot mache. Kämpfe so auf gegen mich, wie du willst, und werde stärker, bevor ich entscheide, dich zu töten. Wenn meine Kraft nicht mehr widerstehen kannst, wirst du sterben. Mal sehen, wie lange du durchhältst. Das wird ein Riesenspaß. ich muss weg von ihm. So, auf zu Son Goku. Da. Auf der Straße. Da ist er. Son Goku. Jo, Son Goku. Hey, brauchst du mich? Ja. Ausgezeichnet. Das ist das erste Mal, dass ich einen offiziellen Schüler habe. Das wird lustig. Und was mit dem ersten Teil? Ich seit meiner Zeit im Raum von Geist und Zeit mit Songwon niemanden mehr trainiert. Hoffentlich vermasse ich das nicht.
Der Mond Roshi wüsste, dass ich einen wahrscheinlichen Schüler habe, wäre bestimmt überrascht. Oh, Entschuldigung, ich war abgelenkt. Aber es stimmt trotzdem, dass ich mich total darauf freue. Ich spüre, dass du eine unglaubliche Menge Ki besitzt. Du weißt es vielleicht noch nicht, aber du wirst ein fantastischer Kampfsportler werden. Und ich werde dir dabei helfen, das zu erreichen. Lass uns hart dafür trainieren. Okay, Zeit, stärker zu werden. Du sollst in dieser Stelle eigentlich ja schreien. Ein Saiyajin Feuer der Erde. Ich weiß, war schon klar, dass du unglaublich bist, aber erst jetzt nach unserem Kampf weiß ich, wie unglaublich du wirklich bist. Ich bin sogar mein Glück sein, mit dir trainieren zu dürfen. Okay, ich habe es mir überlegt. Ich werde dich so lange trainieren, bis du perfekte Kämpfer wirst. Was ist überhaupt mit U passiert? Du wirst mit mir trainieren, bis wir alle deine verborgenen Kräfte freigesetzt haben. Wenn wir dein volles Potenzial entfalten können, wirst du garantiert viel stärker sein als ich. Und freust du dich schon? Oh ja, das wird ein Riesenspaß. Ich habe eine Bedingung. Wenn du all deine Kämpfe erhalten hast, musst du mit voller Kraft gegen mich kämpfen. Wie meinst du sagen, das ist hier mein eigentliches Ziel? Ich weiß. So aufgeregt wie mein Kampf gegen dich war ich schon ewig nicht mehr. Das war total toll. Wir haben schon mal gekämpft. Die einzige Male, in denen ich genauso aufgeregt war, waren bei meinen Kämpfen gegen Piccolo, Vegeta und Freezer. Wenn du erst dein volles Potenzial entfalten hast, bin ich bestimmt noch aufgeregter, gegen dich zu kämpfen. Ich habe trainiert, um allerbeste zu werden, wie keiner vor mir. Aber nicht einmal ich kann dein volles Potenzial erspüren. Mann, bin ich aufgeregt. Ich kann es gar nicht erwarten, gegen dein ultimatives Ich zu kämpfen. Ich bin also aufgeregt, einen so fantastischen Kämpfer wie dich zu retten. Joho! Muss ich meinen Kaioshiner Zeit und Trunks bedanken. Nur den beiden verdanke ich, dass ich dir begegnet bin. Trainierst doch weiter mit mir, oder? Wenn du mit mir trainierst, werde ich bestimmt noch stärker. Wir beide den Höhepunkt unserer Kräfte erreichen, müssen wir einen echten Kampf herausfinden, wer stärker ist. Also voll den Kampffetisch. Ewige Rivalität. Ist viel stärker zu bringen und das gemeinsame Trainings. Ich glaube nicht, dass ich schlagen kann. Es sei denn, ich bin ein Super Saiyajin. Du könntest stärker werden als ich. Wenn ich daran denke, dass du mich eines Tages schlagen könntest, dann werde ich total aufgeregt. Mein Gott, der hat sich ganz schön lang gefasst. Teleportation. Ich gegen Krillin, Yamcha, Son Gohan und Son Goku kämpfen. Weiß ich doch bestimmt im letzten Kampf gegen Super Saiyajin. Gott, Super Saiyajin. Das ist immer noch ab zur Debatte. Wer ist stärker? Super Saiyajin Gott oder Super Saiyajin Gott Super Saiyajin? Hi. Was geht? Der hat sich, nachdem ich mich hinter ihn teleportiert habe, direkt wegteleportiert. Was ist das eigentlich? Ich habe gerade euer Verhängnis irgendwie abgeschossen. Ja, sie mal nicht mitgebracht. Das war deren Verhängnis gewesen. Warum tragen so viele Hauptcharaktere in Anime, weil Shonen Jump Animes orange Klamotten? Toriko, Naruto. Ruffy hat auch so ein ähnliches Farbschema, nur rot und blau halt. Das war einfach. Wir sind ja alle irgendwie inspiriert durch Dragon Ball. So irgendwie jemanden, der auf grün fokussiert ist, für den großen Animes. Ichigo, der hat oranges Haar. Aus Bleach. Keine Ahnung. Leid, wenn er denkt, ist seine Farbe auch immer ganz rot, aber das soll nur, glaube ich, repräsentieren, dass er böse ist, ne? Meiste Zeit. Das ist einfach fantastisch. Du hast es geschafft, ohne ins Schwitzen zu kommen. Irgendwie schon, ja. Teleportation ist eine wirklich praktische Technik. Übe sie. Wenn er so aufgeht, jemand so unglaublich wie dich trainieren zu dürfen. Und das hat sich wieder kurz gefasst. Ja, du, den ist wirklich hart. Ich werde dir bei unserem nächsten Training noch einige unglaubliche starke Technik beibringen. Eine Art verbessertes Kamehameha. Ich nenne sie in zehnfache Kamehameha. Oh, die habe ich im ersten Teil. Die habe ich, glaube ich, schon, die Attacke. Ich habe sie erfunden, als ich einen Super Saiyan 4 erreicht habe. Du arbeitest hart, deshalb bin ich sicher, dass du sie auch lernen kannst. Sag mir Bescheid, wenn du es nehmen willst. Aber macht doch überhaupt keinen Sinn. Du hast die Dragon Ball Super Klamotten und Dragon Ball Super spielt nicht nach GT. Du sollst gar nicht theoretisch im vierfachen Super Saiyan bisher verwandelt haben. Das macht auch keinen Sinn.
Frage mich, wie die das regeln, ob die einige Sachen so zurückbringen, wie vierfache Superzeilen. Nee, glaube ich nicht. Ja, bitte einige Charaktere sollen sie mal wiederbringen. Auf jeden Fall kann man ja richtig natürlich töten, ne? Ich weiß, dieser Angriff ist sehr schwer zu treffen mit, glaube ich. Aber nicht. Son Goku an. Wir müssen nur Son Goku töten. Töten während des Trainings. Wie man tötet nicht während des Trainings. Das habe ich von Broly aber anders gelernt. Ja, das auch kam ja mehr ein. Ich bringe mich um. Ich habe Palme, okay. Nein, das wollte ich wieder nicht machen. Ha, daneben. Wuff, wuff, wuff. Was ist das? Was ist das? Bin aus dem Weg. Du musst ja wieder. Ja, gut. Was ist das? Shinko Kamehameha. Was ist das? Ach, wir haben es die anderen auch erledigen. Son Goku, komm her. Du siehst aus wie Son Goku. Die abgucke. Ja. Ja. Autsch. Alter, mach mal halt lang. Und noch weiter angegriffen. Au, hör auf damit, da tut voll weh. Klingt voll schmerzhaft. Wahrscheinlich hört sich das bei mir genauso an immer, ne? Ich mache ja immer diesen Angriff. So, Son Goku, der hat sich zum Glück zurückgehalten, der Pazifist hier. Ha. Shinko Kamehameha. Sagt er doch, oder? Da will ich mir rein. Hat der weg? Ja. Immer an der gleichen Stelle. Ich habe auch die Key erst, wenn ich das abgefeuert habe. Das ist schlecht. Oh gut. Ha. Jetzt bist du dran. Du besser. Und noch mal Shinko Kamehameha. Schinken Kamehameha. Schinken. Schinken. Ja, wir wissen ja, was daraus passiert. Oh Mann, Son Gohan, warum musstest du so ein verdammter Nerd werden? Ernsthaft, niemand findet das gut. Jeder fand die Entscheidung beschissen. Ich glaube nicht, dass irgendeine Person auf der Welt gibt, die sagt, ja, die Entwicklung von Son Gohan, die war richtig geil. Ne, jeder findet es kacke, dass er nicht mehr kämpft, ey. Das ist doch voll. Boah. Ach. Ja, letzte Übung. Glaube ich, dass du so schnell die zehnfache Kamehameha gelernt hast. Das sollen sie nur noch ordentlich üben, damit du den Kampf kontrollieren kannst. Habe ich im ersten Teil. Sag mir Bescheid, wenn du die zehnfache Kamehameha 10-mal gemeistert hast. Beim nächsten Mal trainiere ich dir eine Spezialtechnik. Bring ich dir eine Spezialtechnik bei. Das ist die letzte Technik, die ich dir beibringen kann. Worauf warten wir da noch? Lass uns trainieren. Ich werde eine super besondere Technik beibringen. Das heißt, sie heißt Super Kamehameha, ausgezeichnet. Wenn du all meine anderen Trainingsaktionen geschafft hast, schaffst du das bestimmt auch. Ja oder nein, wir können es genauso gut drauf ankommen lassen. Ja, hoffentlich bringt die Attacke auch. Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich kann ich ihn wieder nicht damit treffen, weil er mich die ganze Zeit angreift. Aber was soll's. Gegen mich kämpfe ich jetzt überhaupt alles? Und gegen Son Goku? Ja.
Ich die Beschreibung davon lesen, hat die wahrscheinlich schon oft mit abbekommen. Der wollte schon wieder sich drehen, ey. Der darf doch einfach nicht wahr sein, ey. Ja, diesmal war ich schnell genug. Sonst greifen die eigentlich nie an. Ja, so langsam ist eigentlich nicht gut. Ha. Uff, oh Gott. Sogar damit getroffen. Ich krieg die Krise. Oh. Vergesst mal die Lektion, okay. Also in einen Schlag. Nein! Uff. Das hat. Ich hätte X drücken müssen, dann hätte ich mich hinterher interpretiert, oder? Mal, lass mich ich will Wasser rein. Da kommt schon. Aber schon wieder den Seifen. Oh, ein letztes Mal, super. Nicht getroffen. Die machen aber immer, wenn ich mein Ultimate mache, diesen blöden Angriff, ne? Ja, ist gut. Jetzt aber. Super. Kamehameha. Ausgezeichnet. Vielleicht noch ein paar Tier nach aufnehmen, weil es ist schon wieder so spät. Yay. Super Z. Ich verstehe nicht, wie dieses Ranking hier funktioniert. Aber okay, dann würde ich sagen, das war schon für diesen Part, das ist schon wieder lang genug. Ich sage eigentlich eine Trophäe oder irgendwie so aufploppen, da ich alle Meister jetzt habe, ne? Nehme ich jetzt an. Ich wusste, dass ich mit dir recht hatte. Das ist perfekt. Das heißt, dass ich jetzt alle Techniken beigebracht habe, die ich kenne. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass du das schaffen würdest. Ich freue mich schon darauf zu sehen, wie du noch stärker wirst. Komm wieder vorbei und zeig mir, was du drauf hast. Angst nicht erlauben, mich zu schlagen. Ich habe mich aber auch schon ein paar Mal geschlagen. Ha. Du bist der Sohn, den ich nie hatte, als glaube ich die Trophäe. Ne? 100% bei allen Meistern, außer bei Hit und allen anderen, die ich übrigens nicht finde hier. Ich weiß noch nicht mal, wo die sind, aber werde ich schon irgendwann finden. So, weiß nicht. Als nächstes machen wir in der nächsten Folge entweder die Expertenmission, ne? Oder die restlichen Parallelquests. Langsam füllt sich hier auch alles. Langsam wird ein Buch draus. Ist der Spruch so? Ich weiß nicht, ein Schuh draus, glaube ich, ne? Parallelquests sind, glaube ich. Ich gehe mal kurz gucken, wie viele noch übrig sind. Es gibt, glaube ich, 100 Parallelquests, ne? Und ab 101 fangen die DLCs Parallelquests an. Wäre natürlich auch noch machen. Ja, 100, ja. Da ist 1, 99 und 100, das sind noch 3, 4 und dann 5, 6, 6 doch. Also in zwei Parts könnten wir schon alle Parallelquests abgeschlossen haben. Also werden wir halt auch machen. 3 Parallelquests pro Part, ne? Gut. Dann verabschiede ich mich aber jetzt erst einmal von euch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.